Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Paar, denn ja, es werden Dinge passieren, nicht so schöne Dinge. Ihr wart euch tatsächlich in den Kommentaren wirklich ausnahmslos einig, wie es weitergehen soll. Ihr schätzt Andrew ja auch so ein, dass er doch ein ziemlich ehrlicher Mensch ist und dass er, ja, Stella das jetzt nicht ewig verschweigen würde, geschweige denn irgendwie ein Doppelleben anfangen würde oder so. Das würde er definitiv nicht tun. Da wart ihr euch, wie gesagt, echt total einig. Also ihr seid alle der Meinung, dass Andrew Stella alles erzählen soll. Und das werden wir in diesem Part tun. Ja, und ich habe mir noch nicht so richtig überlegt, wie wir dann weitermachen. Weil ich glaube, für Stella wird das richtig, richtig schlimm, weil sie ja eine ähnliche Situation aus ihrer Kindheit kennt. Also quasi die Scheidung ihrer Eltern und dass ein Elternteil eben untreu war. Und es wird fürchterlich sein für Stella. Deswegen habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen für diesen Part. Aber wir müssen da durch. Und ich denke, langfristig wird es für beide so das Beste sein. Hoffe ich mal. Okay, aber wir starten mal direkt in den Part. Denn jetzt erstmal ist ein wunderschöner Sonntagmorgen hier in Hanford-on-Beckley. Luna sitzt gerade auf der Terrasse und übt ein bisschen Schach und ja, überdenkt ihre Aktionen, damit sie dann gleich konzentriert ihre Hausaufgaben machen kann. Denn das ist aktuell unsere Aufgabe hier bei ihrem, ja, bei ihrer Charakter. Ja, Leute, ich vergesse jedes Mal, wie das heißt. Bei ihrem Bestreben, genau. Bei ihrem Bestreben, sie soll zweimal die Hausaufgaben machen, wenn sie konzentriert ist. Jetzt ist sie gerade konzentriert und ich guck mal, ich glaube, Zusatzaufgaben, genau, kann sie noch machen. Das heißt, Punkt 1 können wir dann schon mal abschließen und morgen können wir dann den nächsten Punkt machen. Das heißt, sie wird morgen vor ihrem Geburtstag auf jeden Fall noch einmal in die Grundschule gehen müssen, bevor sie dann eben die Highschool besuchen kann. Genau, Stella ahnt natürlich jetzt noch von gar nichts. Also sie, ihr geht es gerade ganz gut. Sie ist okay drauf. Sie hat gerade eben ein bisschen an ihrem Buch weitergeschrieben, was ja dann doch leider ein bisschen zu kurz gekommen ist in der letzten Zeit. Andrew ist eben einfach nur nach Hause gekommen, hat seine Sachen hier einfach nur auf den Boden geschmissen und hat sich ins Bett gelegt. Also ja, er hat mit Stella dementsprechend natürlich jetzt noch nicht gesprochen. Ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt sofort tun werden. Ich glaube, er wird da ja erstmal so ein bisschen auf den richtigen Moment warten. Er ist ja jetzt auch erstmal sehr, sehr müde. Was ich auf jeden Fall in diesem Part machen wollte, eine Zuschauerin hatte mir ja einen Kumpel für Elio erstellt. Den werde ich auf jeden Fall in diesem Part mal platzieren, dass Elio dann eben auch mal seinen Freundeskreis aufbauen kann. Und dann, wie gesagt, auf jeden Fall die Aussprache zwischen Stella und Andrew. Aber wie gesagt, Leute, ich habe echt noch Bauchschmerzen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Ich habe schon überlegt, eventuell könnte Andrew dann zu Gracie erstmal ziehen, dass er dann halt wirklich erstmal auszieht und ja, Stella und Andrew sich beide so ein bisschen Gedanken machen, wie es eben weitergehen soll. Weil ich glaube jetzt auch nicht, dass Stella jemand ist, der dann sagt so, ich reiche sofort die Scheidung ein. Ich denke, dass die wirklich dann erstmal sagen wird, ich kann dich jetzt gerade nicht mehr sehen. Und aber mal gucken, Leute. Ich weiß noch nicht genau, welche Vibes Stella mir gleich geben wird, wenn das Ganze dann eben so ist. Und durch die Mods kommen ja dann auch nochmal richtig viele coole Sachen und ja, da will ich dann gerne drauf eingehen und wir gucken einfach mal, wie sich das Ganze dann entwickelt. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich sehe gerade, Da Vinci ist krank. Das ist ja nicht so gut. Das passt mir nämlich jetzt gerade gar nicht so richtig in den Plan. Aber der arme Da Vinci muss natürlich zum Tierarzt, wenn er krank ist. Wir können ihn ja schlecht, ja, krank lassen. Ihr hattet mir geschrieben, dass ihr es cool fändet, wenn Stella einen Geldbaum kaufen würde von ihren Belohnungspunkten. Aber da hattet ihr mir auch geschrieben, dass das 5000 von diesen Belohnungspunkten kostet. Ja, und die haben wir leider nicht. Deswegen müssen wir mal gucken, wenn wir natürlich jetzt im Laufe des Let's Plays, was wir jetzt noch mit Stella haben, noch diese Punkte zusammenbekommen, dann werden wir diesen Geldbaum noch kaufen, aber jetzt momentan ist es leider noch nicht drin. Okay. Stella hat den Lebensstil gesundheitsfanatisch und haut sich jetzt erstmal hier Pfannkuchen rein. Alles klar, Stella, wenn du gleich schlechte Laune hast, dann ist das nicht meine Schuld. Das hast du dir jetzt selber zubereitet, hier das Essen. Achso, und wir haben es tatsächlich geschafft. Eins von zweimal Hausaufgaben machen, wenn konzentriert. Das hat ja schon mal wunderbar funktioniert. Okay, also Luna hat ja jetzt heute frei. Ich weiß gar nicht, wo... Achso, Elio schläft noch. Okay, ja gut, wenn Elio dann gleich aufgewacht ist, dann werden wir mal gucken, dass wir das irgendwie in die Wege leiten, dass wir ihn, seinen neuen Kumpel, kennenlernen lassen. Beziehungsweise ich werde ihn jetzt als allererst mal platzieren. Und dann gucken wir mal, vielleicht gehen wir dann einfach mal... Haben wir überhaupt einen Spielplatz? Ich glaube, wir haben in Hanford und Beckley keinen einzigen Spielplatz. Das sollten wir vielleicht mal ändern, weil vielleicht können wir uns dann irgendwie auf den Spielplatz gehen und dann treffen die sich da. Aber mal gucken, vielleicht lernen die sich auch morgen erst in der Schule kennen, aber ich hätte das eigentlich gerne in diesem Part. Ja, okay, ich werde jetzt erstmal die Familie platzieren. Ich muss jetzt erstmal suchen, wo die genau ist und dann werde ich die mal platzieren, die Familie, und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich werde jetzt mal Familie Scott ausziehen lassen.
Weil mit denen haben wir sowieso nichts am Hut. Und ich meine, dass die Frau ist, glaube ich, wie heißt die nochmal? Sarah Scott, genau. Sarah Scott war ja mal eine Zeit lang die Barkeeperin, aber da sie ja dann irgendwann in Elternzeit gegangen ist, hat man sie nie wieder gesehen. Deswegen, ich werde die jetzt einfach mal rausschmeißen. Die sind ja dann nicht komplett weg, aber die sind auf jeden Fall erstmal raus aus der Stadt. Und dann können wir nämlich hier die Familie einziehen lassen, die die Zuschauerin mir erstellt hat, genau. Oder vielmehr, die aus ihrem privaten Spielstand ist. Und dann können die hier unten in der Stadt wohnen, genau. Mir ist gerade auch noch eingefallen, also irgendjemand hatte mich bei Instagram gefragt nach dem Apartment von Lorena, genau. Und das habe ich natürlich, wie alles auch, aus der Galerie. Und ich glaube, es ist das hier, wobei ich mir gerade nicht so ganz sicher bin, ob der Raum genauso aussah. Aber ich meine, es ist dieses Steinweg-Apartment Nummer 4. Ich habe wirklich auch einfach nur Steinweg-Apartment eingegeben, weil das eben der Name von diesem Grundstück war, wo Lorena aktuell wohnt, genau. Und manchmal hat man ja Glück und findet genau in der Größe dann eben auch ein schönes Apartment, was dann eben da genau reinpasst. So. Ja, also das ist auf jeden Fall das. So, gefunden. Okay, also das ist tatsächlich Raoul. Und er sieht richtig cool aus. Also finde ich toll, was du aus ihm gemacht hast. Und ja, Raouls Kinder, genau. Ich werde das jetzt einfach mal so runterladen. Ich meine, du hattest mir geschrieben, dass sie teilweise Skins drauf haben. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich die installiert habe. Ich habe es auf jeden Fall versucht. Ja, ich werde sie auf jeden Fall mal platzieren. Dann haben wir natürlich zweimal Raoul. Vielleicht werde ich diesen Raoul umbenennen, dass das dann irgendwie der Großcousin oder keine Ahnung was von dem Raoul aus unserem Spiel ist. Aber ja, er sieht ja jetzt auch nicht mehr so aus wie der Raoul, den wir kennen. Genau. Ich werde die auf jeden Fall mal platzieren. Ich finde es richtig cool. So, genau, jetzt wohnen hier. Und ich glaube, wir werden gleich mit Elio einfach mal hier hingehen. Wir können ja so tun, als würde er einfach, als wäre er jetzt mal in die Stadt gegangen, Stadt, also auf den Marktplatz gegangen, hätte sich dort ein bisschen umgeschaut, weil ihm halt langweilig war zu Hause. Und dann kann er ja da einfach mal an die Tür klopfen, genau. Damit wir auch noch ein bisschen was Schönes in diesem Part haben und nicht nur die traurige Trennung oder was auch immer dann gleich passiert. So, Elio, du hast genug geschlafen, du kannst jetzt mal aufstehen. Das reicht an Energie, die du hast. Kannst du so auf die Toilette gehen, dir noch ein Frühstück nehmen und dann kannst du mal in die Stadt gehen, weil ich bin nämlich sehr gespannt, ob du dich mit dem Sohn von Raoul gut verstehst. Okay, was macht Luna gerade? Ich glaube, sie möchte gerade chatten. Okay, genau, ich wollte ja mal gerade nachschauen, ob Kinder schon. Oh mein Gott, wir müssen auch noch mit der Schieß- und Tierarzt. Ja, ach genau, und ich wollte auch noch die Küche umbauen. Ich hatte nämlich, oder das Schlafzimmer, das war auch noch sowas, wo ich mich nicht entscheiden konnte. Ach stimmt, Leute, ich hatte doch schon mal nachgeguckt. Kinder können noch nicht Bücher schreiben. Aber egal. Luna wird jetzt hier, ich weiß nicht genau, was das verbessert, aber auf jeden Fall wird sie ja an ihrer Sozialfähigkeit jetzt ein bisschen arbeiten. Das ist ja auch nicht verkehrt. Wobei ich es eigentlich ganz cool fände, Luna, hör mal auf hier, wenn sie ein bisschen hier übt am Klavier, weil das ist ja so eine Fähigkeit, die ja auch Noam sehr wichtig ist, dass sie die ausbaut. Und ja, Leute, es kommt noch so viel auf uns zu, weil ich auch überlegt hatte, ob wir dann eventuell die Bombe platzen lassen, dass ja Luna dann eben auch relativ zeitnah erfährt. Okay, Luna, das klingt noch ein bisschen komisch, was du da machst. Naja, aber auf jeden Fall, dass wir dann vielleicht auch relativ zeitnah dann Luna eben sagen, dass Noam ihr Vater ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Luna dann vielleicht zeitweise bei Noam lebt. Könnt ihr mir auch mal sagen, was ihr davon haltet? Hat Elio jetzt hier sich einfach nur einen Käse genommen? Alles klar. Okay, Elio, lecker. Ein Stück Gouda, beiß einmal da rein. Ja, genau, da könnt ihr mir auch mal schreiben, was ihr davon haltet, wenn Luna eventuell zeitweise auch mal bei Noam leben würde. Das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass sie dann einfach hier zu Hause auf gar nichts mehr Bock hat. Außerdem müssen wir uns noch überlegen, was wir mit Elio machen, wenn, ich meine, gut, ich will jetzt nicht die Teufel an die Wand malen und direkt sagen, dass die sich definitiv scheiden lassen. Aber es wird ja definitiv so ein, ja, ich sag mal, Bruch geben in der Beziehung, dass sie zumindest auf jeden Fall zeitweise eben dann nicht mehr zusammen sind. Ja, und dann müssen wir uns halt überlegen, was mit Elio passiert. Ob er dann mit Andrew mitgeht oder mit Stella oder ob sie sich das ein bisschen aufteilen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, aber ja, darüber wollen wir jetzt mal noch nicht nachdenken, denn wir werden jetzt als allererstes mal mit Elio in die Stadt gehen, damit er dann eben seinen Kumpel kennenlernen kann. Danach gehen wir zum Tierarzt und ich glaube, dann ist Andrew ausgeschlafen und wir können das dramatische Finale dieses Parts einläuten. Ah, sind die beiden cool. Okay, also ich glaube, ich habe den richtigen Skin runtergeladen. Also zumindest sieht das so ein bisschen nach Custom Content aus. Ich habe auf jeden Fall danach gesucht. Ja, das ist der Sohn von Raoul. Und wie cool sieht er bitte aus? Er heißt Ragnar. Und er sieht ja mal so krass Raoul ähnlich, oder? Also ich meine, wahrscheinlich machen das die Haare unter anderem auch. Aber ich finde ihn so cool. Und das wird jetzt einfach wahrscheinlich. Also wir gucken mal, wie die beiden sich so verstehen. Aber ich könnte mir auch echt gut vorstellen, dass das dann so echt der
allerbeste Freund von Elio wird. Die beiden, die dann eben so diese cool Kids in der Schule sind, die beliebtesten Jungs der ganzen Schule, die später immer zusammen Party machen und so. Ich kann mir das so gut vorstellen, dass die beiden dann immer so, ja, bis 3 Uhr nachts irgendwie unterwegs sind und zusammen auf Partys sind und so. Deswegen, also ein bisschen würde ich ganz gerne eigentlich auch noch mit Elio. Wie lange dauert es eigentlich? Ja, weil bis Elio Geburtstag hat, dauert es tatsächlich echt noch richtig lange. Aber ich fände es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir auch mit Elio noch so ein bisschen als Teenie spielen würden. Dass wir auch so ein bisschen von seiner Teenagerzeit noch mitkriegen, weil ich glaube, dass die auch richtig cool wird. Aber wir gucken einfach mal, Leute. Wir haben ja, es ist ja noch nichts passiert. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Was macht ihr? Okay, das ist Spaß. Die machen Blödsinn zusammen. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Das heißt, die verstehen sich wirklich richtig gut, denke ich mal. Oh, okay. Hier läuft eine Frau mit Schleier durch die Gegend. Avi. Schöner Look. Ja, genau. Also ich denke mal, ich werde die beiden jetzt einfach mal sich so ein bisschen kennenlernen lassen. Ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt gehe, dass die beiden dann vielleicht auch sich noch ein bisschen unterhalten. Auch wenn ich nicht dabei bin. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Oh, okay. Und Elio hat direkt seinen Meilenstein hier erreicht. Bei ihm könnten wir auch mal gucken, was wir da noch brauchen. Wir brauchen jetzt eine Freundschaft fürs Leben. Das könnte er ja super hier mit Ragnar machen, dass er eben diese Freundschaft fürs Leben... Vielleicht kriegen wir auch sein Bestreben. Leute, ich habe mich dran erinnert. Das heißt Bestreben. Genau. dass wir sein Bestreben vielleicht auch noch irgendwie maximieren. Weil er hat ja tatsächlich, ist er jetzt hier schon beim zweiten Part dran. Und er muss mit zwei Erwachsenen anfreunden. Gelten da seine Eltern? Weil dann hat er das nämlich mit drei Kindern anfreunden und Level 10 der Sozialfähigkeit. Also wir könnten eventuell auch bei Elio dieses Bestreben hier abschließen. Das wäre eigentlich ganz cool. Ja, okay. Aber wir gehen jetzt mal zurück, weil wir müssen ja auch noch mit Da Vinci zum Tierarzt gehen. Ich glaube, das werde ich jetzt mal schnell ohne euch machen, weil das, ja, haben wir ja schon mal zusammen gemacht und da passiert ja jetzt nicht wirklich was Neues. Wir werden jetzt schnell mit ihm zum Tierarzt düsen nach Brindleton Bay und dann bekommt er da seine Medikamente und dann wird es ihm ganz schnell besser gehen. Oh, und ich sehe gerade, Andrew ist aufgewacht. Andrew ist aufgewacht und ist eifersüchtig. Da hattet ihr mir was Tolles zu geschrieben. Da hatte jemand in die Kommentare geschrieben, dass es ja sein kann, weil er ja im letzten Part dann auf einmal so eifersüchtig wurde, als er bei Lorena war, dass er in dem Moment einfach an Stella und Noam gedacht hat, weil er vielleicht auch einfach ein schlechtes Gewissen bekommen hat, dass er, ja, jetzt diese, klar, er hat ein schlechtes, mit Sicherheit hat er ein schlechtes Gewissen bekommen, weil er Lorena geküsst hat. Aber dass er dann im nächsten Augenblick eben auch diesen, ja, sich versucht, so ein bisschen damit selbst zu beruhigen, dass er eben nicht der Einzige ist, der Mist baut. Wobei Stella ja mit Noam wirklich, nachdem die beiden getrennt waren, nichts mehr gemacht hat. Also die beiden sind ja wirklich nicht mehr irgendwie romantisch miteinander. Ich glaube, die haben einmal ein bisschen miteinander geflirtet oder so, aber da ist ja jetzt nicht wirklich weiter was gelaufen. Ich finde es gerade spannend, dass Andrew sich um die Wäsche kümmert. Finde ich gut, aber Andrew, dann mach doch jetzt hier auch mal direkt weiter, weil das wäre vielleicht ganz gut. Wenn du jetzt eh einmal da dran bist, kannst du auch gerade mal die Wäsche machen. Irgendjemand ruft Stella an. Oh, Raina, okay. Oh, okay. Oh mein Gott, Raina, diese Frage. Hallo Stella, ich frage mich, ob es sich lohnt, Elena Ethington ein bisschen besser kennenzulernen. Was denkst du darüber? Leute, Elena Ethington ist Stellas Mutter. Und ich finde es spannend, warum Raina jetzt mit so einer Frage um die Ecke kommt. Also ich meine, gut, ich muss gestehen, ich habe Elena wieder so ein bisschen nach hinten geschoben. Wir haben uns mit Elena noch gar nicht weiter beschäftigt. Das müssten wir eigentlich auch mal dringend machen, weil wir wissen ja auch nicht, wie lange sie noch hat. Und ich glaube, sie ist mittlerweile auch eine Seniorin. Ich müsste sie eigentlich dringend auch mal umstylen und so. Aber das Spiel schmeißt mir hier die ganze Zeit immer wieder Elena vor die Füße. Und ich sollte wahrscheinlich dringend mal wieder was mit Elena machen. Aber ich weiß nicht wann, Leute. Das muss alles warten. Das muss warten, bis Luna eine Teenagerin ist. Also, wenn wir jetzt sagen, es ist deine Entscheidung, dann kommt wieder, ich frag dich doch, damit du mir sagst, was ich machen soll. Es tut mir weh, das zu sagen, aber lass es. Wäre, glaube ich, jetzt die Reaktion, die von Stella kommen würde. Weil sie ja nicht unbedingt den besten Draht zu ihrer Mutter hat. Da sie ja jetzt Stella fragt und nicht Andrew oder irgendwen anders, die fragt ja wirklich Stella und Stella würde im Leben nicht sagen, ja klar, freunde dich mit meiner verhassten Mutter an. Deswegen, nee, es tut mir leid, das zu sagen, aber lass es lieber. Es ist besser für dich, Raina. Das ist kein Umgang für dich. Das ist, nee, lass es lieber. Ja.
Genau, und anscheinend kommt da jetzt gar keine Nachricht mehr. Ja, okay, also Andrew hat sich jetzt hier tatsächlich mal bequemt, die Wäsche zu machen. Ich glaube, er hat wirklich ein schlechtes Gewissen, dass er jetzt von sich aus hier aufräumt. Das finde ich sehr spannend. Er geht jetzt aber auch direkt wieder ins Bett, ist vielleicht doch noch ein bisschen müde und ja, will so ein bisschen auch Stella aus dem Weg gehen, glaube ich. Jetzt nicht unbedingt, dass er jetzt nicht unbedingt mit Stella was machen will. Wir können jetzt mal gerade hier noch schnell den Stall säubern und die Eier einsammeln, denn irgendwie ist dieser Bug weg, dass meine Sims nicht mehr das machen, was sie tun sollen. Und das will ich jetzt direkt mal ausnutzen, dass wir uns hier mal so ein bisschen um die Tiere kümmern. Genau. Und den Garten und dann Da Vinci und Leute. Und wenn ich das alles erledigt habe, dann sehen wir uns wieder. Okay. Sorry, Leute, ich habe gesagt, wir sehen uns gleich erst wieder. Aber Stella hat 22 Eier von Hühnerstall eingesammelt. Was haben wir denn bitte hier für. Und was machen die hier? Was macht ihr hier? Das habe ich ja noch nie gesehen, dass hier diese Herzen kommen am Hühnerstall. Wie witzig ist das denn? Und jetzt sind die eingeschlafen und jetzt kommt da auch noch ein Fuchs. Was ist da los? Was ist hier los bei euch? Enzo verjagen, los. Verjag Enzo. Enzo hat nichts hier verloren mit unseren Hühnern. Aber anscheinend haben die hier gerade so ein bisschen Liebe gemacht, die Hühner. Das finde ich sehr süß. Vielleicht gibt es dann wieder Küken. Ja, aber auf jeden Fall haben wir ganz viele Eier. Die können wir mal in den Kühlschrank tun. Das mache ich jetzt mal direkt, weil sonst vergesse ich das wieder. Ich fand es nur gerade sehr krass, dass wir 22 Eier von unseren Hühnern bekommen haben. Also anscheinend haben wir schon sehr lange den Hühnerstall nicht mehr, ja, gepflegt. Also, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen, Leute? Ist es einfach. Also. Ja, okay. Also, Dexton ist hier. Dexton, der Mann, mit dem ihre Mutter Elena damals fremdgegangen ist. Also das Spiel schmeißt mir jetzt aber auch gerade wirklich sehr entgegen, dass ich diese Story auch mit aufnehmen soll, oder? Also jetzt, ich meine, sie kann ja schlecht an ihm vorbeigehen, ne? Sie wird dann vielleicht irgendwie ja ihm befehlen zu putzen, garantiert nicht. Vielleicht wird sie einfach mal so ein bisschen Smalltalk mit ihm machen, dass sie einfach so ein bisschen, hi, was machst du hier? Ja, ganz offensichtlich, ein Tier zum Tierarzt bringen. Was können wir denn machen, kennenlernen? Dass sie vielleicht wirklich jetzt einfach mal auf ihn zugeht und mit ihm spricht, weil ich meine, die ganze Geschichte mit Elena ist ja auch für Stella mittlerweile, sie ist da ja doch ein bisschen offener für, dass sie doch mittlerweile auch relativ, okay, sie verstehen sich auf einmal richtig gut. Anscheinend hat Dexton irgendwas sehr Sympathisches gesagt, was Stella richtig gut fand. Vielleicht hat er sie auch gar nicht so bedrängt jetzt, dass er gar nicht gesagt hat von wegen, Stella, warum meldest du dich nie? Bla bla, deine arme Mutter. Okay, jetzt brüllt sie ihn doch an. Alles klar, vergesst, was ich gesagt habe. Anscheinend, also Dexton hat zwar im ersten Moment irgendwas sehr Sympathisches gesagt, was Stella gut fand, und im nächsten Moment brüllt sie ihn aber an, weil er dann vielleicht doch gesagt hat, Stella. Willst du nicht vielleicht mal mit deiner Mutter irgendwie, willst du sie noch mal anrufen? Sie spricht so oft von dir und ich glaube, sie will wirklich nur dein Bestes. Ja, und das fand sie dann furchtbar und hat dann gesagt, lass mich in Ruhe, Dexton. Hier, weißt du, jetzt laufen wir uns über den Weg. Ich bin auch noch so nett und bin offen und spreche überhaupt mit dir und dann rollst du hier direkt wieder so ein Thema auf? Ich habe da keinen Bock drauf. Genauso. Wir machen jetzt natürlich für unseren Da Vinci die teure Behandlung. Der arme Da Vinci, der jetzt schon, ich weiß nicht, wie oft zum Tierarzt musste, weil er irgendwie ständig krank ist, bekommt natürlich jetzt die beste Behandlung, die man kriegen könnte, damit er dann hoffentlich auch mal eine ganze Weile gesund ist und nicht mehr krank wird. Ja, armer Dexton. Es tut mir wirklich sehr leid, Dexton, wirklich. Weil ich mag Dexton eigentlich. Okay, wir sind wieder zurück. Elio ist irgendwie sehr traurig. Hier steht allerdings nicht, warum. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht musste er nach Hause kommen und er hatte gar keinen Bock. Vielleicht ist die Familie von Ragnar jetzt irgendwie zu irgendeinem Freizeitpark gefahren und er durfte leider nicht mit. Und das findet er jetzt richtig doof, weil er das natürlich gar nicht kennt, dass ihm mal ein Wunsch ausgeschlagen wird. Das macht ihn jetzt gerade tief traurig. Genau. Luna ist jetzt gerade hier. Sie möchte gerade was schlafen. Luna, du, pass auf. Also, wir machen das jetzt so. Es ist ja mittlerweile schon relativ spät und es ist jetzt, glaube ich, langsam soweit, dass wir das Gespräch, vor dem ich mich jetzt schon so lange drücke, stattfinden lassen. Ich habe ja auf euren Tipp hin diesen Social Activities Mod installiert und ich kann mir gut vorstellen, dass Luna vielleicht jetzt mal ihre Freunde besuchen geht. Wir gehen jetzt einfach, geh und besuche deine Freunde, mache deine Hausaufgaben zusammen oder hab einfach Spaß. Dass sie jetzt halt dann einfach zu ihren Freunden geht und dann jetzt einfach unterwegs ist. Genau. Sie wird. Warum können wir denn nicht?
Warum können wir denn nicht Ava und Louis besuchen? Okay, dann fährt sie halt zu Noam. Also dann hat sie jetzt halt einfach gerade einen schönen Nachmittag mit Noam. Noam hat dann einfach eben wieder angerufen und ja, wollte was mit ihr machen. Und Andrew wird dann sagen, Gracie, kannst du vielleicht gerade mal auf Elio aufpassen? Ich muss mal ein Gespräch mit Stella führen. Und wir gucken mal. Ich glaube, Elio kann bestimmt zu Gracie gehen, oder? Ja, genau, hier zu Gracie kann er dann gehen in der Zeit. Und dann sind die Kinder nämlich auch nicht da. Ich finde das eigentlich besser, wenn die Kinder eben das Ganze nicht mitbekommen und Stella und Andrew dieses Gespräch ohne die Kinder führen. Der Haushalt bricht hier gerade wieder so ein bisschen zusammen. Andrew, kannst du mal so ein bisschen sauber machen? Ich weiß, das ist gar nicht dein Ding, aber bring das mal. Achso, der Wäschekorb ist auch schon voll, ne? Er ist auch immer noch eifersüchtig. Er ist auch immer noch eifersüchtig. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ja, und ich glaube, Stella wird dann jetzt mal aufstehen und dann mal zu Andrew gehen und sagen: Andrew, wir haben uns ja den ganzen Tag noch nicht gesehen. Sag mal, gehst du mir irgendwie aus dem Weg? Oh, sie küsst ihn auch noch auf die Wange. Es tut mir so. Oh Leute, es bricht mir gerade wirklich das Herz. Es bricht mir wirklich das Herz, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was jetzt ansteht. Weil Stella wird damit, glaube ich, so gar nicht rechnen. Ich meine, sie hat wahrscheinlich ein komisches Gefühl, weil Andrew sich halt in den letzten Tagen wahrscheinlich generell so ein bisschen distanzierter verhalten hat, weil er halt das mit seinem Gewissen eigentlich gar nicht vereinbaren kann, Stella so anzulügen. Also ich denke, sie wird deswegen so ein bisschen diese distanzierte Haltung von Andrew bemerkt haben. Aber was anderes hat sie ja jetzt noch überhaupt gar nicht. Also da denkt sie ja gar nicht dran. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwo geht das doch. Aha, okay, geschickte Entschuldigung. Habt ihr euch etwa schon gezofft? Also ich habe jetzt gerade noch nichts geklickt. Ich suche jetzt gerade die richtige Aktion. Ich hoffe, dass es jetzt das Richtige ist, was ich angeklickt habe, weil hier stehen nur Punkte. Aber da es nur Lorena ist, die wir auswählen können, denke ich mal, dass Andrew damit jetzt gestehen kann, dass er sich in Lorena verliebt hat. Und jetzt, oh Gott, Leute. Ich kann das nicht. Es tut mir so leid. Es steht jetzt hier auch nicht dran, was er macht. Also es ist jetzt so ein bisschen offen, was er tut. Ach, Stella, es tut mir so leid. Es tut mir so unendlich leid für dich. Aber du musst es wissen. Okay, also ich glaube, ja, er erzählt ihr jetzt, dass er eben Gefühle für Lorena entwickelt hat und dass ihm das unfassbar leid tut. Aber er Stella einfach sagen muss, weil er es nicht für sich behalten kann. Okay, was ist jetzt passiert? Also nicht wirklich viel, oder? Naja, auf jeden Fall haben die echt enorm viel von ihrer Beziehung verloren. Also Freundschaft und Romantik sind schon echt enorm runtergegangen. Und ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass. Okay, also, okay. Also Stella hat jetzt einige Gefühle Andrew gegenüber. Also einmal wütend, weil Andrew jemand anderen geküsst hat. Stella ist wütend auf Andrew, weil der Sim einen anderen Sim direkt vor ihren Augen geküsst hat. Das stimmt nicht. Aber, auf jeden Fall hat er es ihr gesagt. Und natürlich ist Stella total verletzt jetzt, richtig, und verbittert. Ja, okay, das mit der Verbitterung, das hatten die beiden, glaube ich, schon. Das war, glaube ich, nach diesem Streit mit dem Kinderwunsch, weil die beiden da ja gar nicht auf einer Wellenlänge sind. Und jetzt kommen natürlich auch noch diese zwei negativen Gefühle dazu, was natürlich jetzt die Beziehung echt richtig krass zerstört. Ich weiß nicht, also. Oh, es tut mir so leid, Stella. Das hast du wirklich nicht verdient. Aber irgendwie geht es dir immer noch relativ gut. Also so schlecht, wie ich jetzt gedacht habe, dass es ihr damit geht, geht es ihr damit gar nicht. Also, okay. Okay, Leute. Ich habe jetzt wirklich damit gerechnet, Leute. Ich habe jetzt wirklich damit gerechnet, dass das Stella erstmal total aus der Bahn wirft, dass sie total fertig ist und dass sie gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist und dass sie hier total traurig, wütend oder angespannt oder sonst irgendein negatives Gefühl hat. Aber sie ist energiegeladen und das irritiert mich gerade total. Also dieses, ich meine, ja, er hat jetzt noch nicht irgendwie mit Lorena irgendwie geschlafen oder so, aber er hat sich in eine andere Frau verliebt. Und ich finde, das müsste Stella eigentlich viel mehr fertig machen. Aber da sieht man halt mal dran, dass Stellas Gefühle für Andrew auch nicht die sind, die sie sein müssten. Also sie liebt Andrew nicht auf die Weise, wie er es verdient hätte nach allem, was er für sie getan hat. Und insofern ist es sicherlich für beide das Beste, dass die jetzt wirklich erstmal einen Cut machen, dass die jetzt wirklich erstmal eine Beziehungspause machen. Und ich glaube, Stella wird jetzt, sie wird jetzt, glaube ich, doch, also
Auch wenn es jetzt gerade nicht so das vorrangige Gefühl ist, aber ich sag mal, es kann ja nicht sein, dass sie das jetzt total ignoriert. Also sie wird jetzt, denke ich, erstmal wirklich schon sehr sauer sein und sagen, ja, sie wird ihn, glaube ich, einfach mal anbrüllen. Sie wird ihn einfach mal anbrüllen und wird dann sagen, Andrew, wie kannst du nur, wie kannst du mir das antun? Du kennst doch meine ganze Vorgeschichte. Ich habe dir alles erzählt. Ich habe dir alles erzählt, was meine ätzende, blöde Mutter gemacht hat. Und jetzt fährst du hier die gleiche Tour. Wir haben ein Kind zusammen. Wir sind verheiratet. Wie kannst du mir das antun, dass du hier hinter meinem Rücken mit einer anderen was anfängst? Das geht doch nicht, Andrew. Und ja, das wird er ihr jetzt, glaube ich, alles an den Kopf werfen und danach plaudern die beiden wieder freundlich gemeinsam miteinander. Ich liebe es an Sims. Ja, Andrew ist nach diesem Gespräch, nachdem er von Stella angebrüllt wurde, total inspiriert. Stella brüllt ihn jetzt aber auch nochmal an. Finde ich auch richtig gut. Ja, das ist leider jetzt eine schwierige Situation, Leute, weil, wie gesagt, was soll ich sagen? Es geht den beiden relativ gut. Die schreien sich hier gerade an und sind doch vorrangig nicht traurig oder verletzt oder so, sondern inspiriert und energiegeladen. Also das schreit doch wirklich danach, dass diese Beziehung, dass diese Liebe schon lange nicht mehr so tief war, wie es einmal war und wie es hätte sein müssen. Also weil sonst wäre Stella ja viel, viel, viel trauriger und viel verletzter, wenn Andrew jetzt ihre große, wahre Liebe gewesen wäre und er gesteht ihr die Gefühle für eine andere Frau. Und ich glaube, wir werden jetzt Familienrat, ja, gib ihm mal ein Familienrat. Also sie wird jetzt, glaube ich, wirklich ihre ganze Kraft zusammennehmen und wird dann sagen, Andrew, ich glaube, das Beste ist wirklich, wenn du jetzt erstmal ausziehst. Ich muss wirklich jetzt erstmal darüber nachdenken. Und da kommt die Sonne wieder. Ich muss mal gerade das Wasser runter machen. So, genau. Also auf jeden Fall wird sie dann sagen, es ist das Beste, wenn du erstmal ausziehst, Andrew. Ich muss jetzt wirklich darüber nachdenken. Und du denkst bitte auch mal darüber nach, was du jetzt überhaupt willst. Weil du kannst nicht zwei Frauen haben. Das geht nicht. Und ich denke, das ist dir bewusst. Du musst jetzt wirklich für dich entscheiden, was du willst. Willst du mit mir zusammenbleiben und den Kindern? Willst du hier wohnen bleiben? Oder willst du mit deiner neuen Tussi durchbrennen? Also beides geht nicht. Mach dir Gedanken. Ich mache mir auch Gedanken, ob das für mich überhaupt nochmal eine Zukunft haben kann, das Ganze hier. Und dann werden wir uns in ein paar Tagen nochmal zusammensetzen und werden darüber sprechen. Und dann werden wir eine endgültige Entscheidung treffen. Ja, Leute, es ist tatsächlich jetzt gar nicht so eskaliert, wie ich gedacht habe. Wir werden aber auf jeden Fall jetzt Andrew erstmal zu Gracie ziehen lassen. Und ja, dann mal gucken. Also ich weiß jetzt nicht, wie wir es mit Elio machen. Ich glaube, Elio wird jetzt erstmal in seinem gewohnten Umfeld bleiben, weil ich glaube, das ist auch, was Andrew möchte, dass er jetzt wirklich erstmal so wenig Beeinträchtigung hat durch diese ganze Geschichte wie möglich, weil ja jetzt auch noch nicht ganz klar ist, ob Andrew vielleicht nochmal zurückkommt und die beiden sich vielleicht doch nochmal versöhnen. Also ich, Moment, wir müssen jetzt mal gerade hier, genau, Andrew wird zu Gracie ziehen. Für einen Moment zumindest. Also er wird jetzt erstmal zu Gracie ziehen und er hat ja sein Zimmer auch noch dort und wenn er, also wenn es jetzt wirklich so kommen sollte, Leute, dass Stella und Andrew sich wirklich endgültig scheiden lassen, dann müssen wir uns wirklich mal Gedanken machen, wie wir es mit den Kindern machen. Ich meine, Luna bleibt definitiv bei Stella erstmal, das ist klar. Aber Elio weiß ich tatsächlich noch nicht, wie wir das machen, weil er ja eigentlich so ein Papakind ist. Wir müssen jetzt erstmal den hier als, beziehungsweise Leute, ich werde das jetzt mal als gespielten Haushalt gekennzeichnet lassen, damit jetzt nicht irgendwie, ja oder? Ich, pass auf, wir machen es jetzt ungespielt und wir gucken, was passiert. Weil es kann ja auch sein, dass Andrew von sich aus dann irgendwie jetzt schon mit Lorena irgendwie was anfängt oder so. Dann hat das Spiel uns diese ganze Entscheidung abgenommen, was jetzt, wie es jetzt weitergeht. Aber wie gesagt, ich sehe tatsächlich keine glückliche Zukunft für Stella und Andrew, weil eben die beiden definitiv nicht so reagiert haben, wie man reagiert, wenn der Traumpartner sich in eine andere Frau verliebt hat. Also das ist eine ganz komische Reaktion von den beiden gewesen gerade eben. Und das zeigt mir, wie gesagt, echt, dass die Gefühle von Stella Andrew gegenüber nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Es hatten schon einige geschrieben, dass sie sich gut vorstellen könnten, wenn Stella am Ende irgendwie mit Elijah oder so zusammenkommen würde, dass die beiden zusammenpassen. Aber an sowas will ich jetzt tatsächlich noch nicht denken, weil die beiden, also ich meine, Stella und Andrew sind ja jetzt noch zusammen. Die sind noch nicht geschieden und die werden sich jetzt, wie gesagt, beide mal Gedanken machen. Ah, okay, jetzt Stella, jetzt bricht das Gefühl durch. Ja, jetzt bist du auf einmal sauer. Ja, ich glaube, sie wollte sich vielleicht eben vor Andrew einfach nicht so diese Blöße geben, dass sie da so total sauer und verletzt drüber war, sondern, oh nein, Henrietta! Oh mein Gott, es wird nun Zeit für Henrietta, die weiten Wiesen des Himmels zu durchstreifen. Es tut mir leid! Oh, okay, ja, Henrietta hat jetzt dann hoffentlich ein schönes Leben im Himmel.
Oh, immerhin ist er nett zu Henrietta. Oh. Und weg ist sie. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt auch noch ein sehr trauriger Zwischenfall gewesen, dass wir jetzt auch noch ihren Huhn verloren haben. Und ich glaube, okay, also Stella ist jetzt gerade von sich aus gerade schon zu Luna hingegangen. Und ich glaube, sie wird dann wirklich auch jetzt so offen zu ihrer Tochter sein, dass sie dann sagt, Luna, Andrew und ich haben gerade eine kleine Krise und wunder dich bitte nicht, er wird jetzt erstmal gerade nicht mehr hier sein. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber Luna, mach dir bitte keine Gedanken. Für dich wird sich immer jemand um dich kümmern, es wird alles gut werden. Mach dir bitte jetzt erstmal keine Sorgen. Ich werde dich auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht. Und ich muss mir jetzt erstmal selbst ein bisschen Gedanken darüber machen. Und ja, ich glaube, Luna wird da jetzt erstmal sehr nachdenklich drüber sein, weil ja, für sie ist Andrea ihr Vater. Und ja, Elio kümmert sich tatsächlich um den Haushalt. Das ist also, finde ich spannend hier. Andrew und Elio kümmern sich gerade heute echt gut um den Haushalt. Da Vinci ist wieder traurig. Okay, Elio, geh mal schnell Da Vinci füttern. Ich glaube, der hat Hunger. Ja, okay, Leute. Ich denke aber, jetzt kann ich den Part so auch erstmal beenden. Ich habe jetzt wieder nichts umgebaut. Ich hatte eigentlich vor, hier so ein bisschen was umzubauen, aber irgendwie bin ich gerade nicht mehr in der Stimmung, hier so ein bisschen was umzubauen. Vielleicht mache ich das mal offscreen, dass ich so ein bisschen umdekoriere oder so und euch dann nur das Ergebnis zeige. Aber jetzt gerade ist die Stimmung irgendwie nicht mehr so da, dass ich jetzt irgendwie hier noch Großumbaumaßnahmen tätigen könnte. Ja, okay. Also, damit ist die Bombe geplatzt und Andrew hat Stella alles gestanden. Mir geht's jetzt gerade irgendwie so lala. Also, ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass es schlimmer ist, dass die beiden sich wirklich total hassen und dass die sich einfach nur anschreien und sofort scheiden lassen wollen. Aber das ist ja tatsächlich nicht der Fall. Aber trotzdem sehe ich echt keine glückliche Zukunft für die beiden, weil eben, ja, diese emotionale Reaktion nicht so war wie jetzt. Also ich denke wirklich, wenn jetzt eine Person, die man wirklich sehr, sehr liebt, so etwas sagt, dann ist man total am Ende und total fertig. Und das zeigt mir, wie gesagt, echt, dass Stellas Gefühle für Andrew nicht die sind, die sie sein müssten in so einer Beziehung. Vielleicht ist es für Stella sogar jetzt ganz gut, dass die beiden sich, also dass Andrew diesen Schritt gegangen ist und sich aus dieser Beziehung jetzt befreit. Also noch sind sie ja zusammen, noch sind sie verheiratet. Schreibt mir gerne, wie ihr jetzt die Zukunft seht. Also ich meine, die meisten von euch hatten ja schon gesagt, dass sie auch keine glückliche Zukunft für die beiden sehen. Aber wir werden, wie gesagt, ich finde eigentlich jetzt diesen Schritt ganz gut, dass sie jetzt erstmal gesagt haben, okay, wir machen jetzt erstmal eine Beziehungspause, dass wir jetzt erstmal nicht sofort hier die Scheidung einreichen, sondern wir machen uns jetzt beide erstmal Gedanken, wie es weitergehen soll. Und dann treffen wir uns nochmal und sprechen darüber. Ja, ich finde eigentlich diese Lösung ganz gut. Aber jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wie es dann weitergeht. Und ich würde eigentlich ganz gerne auch später noch, also selbst wenn die beiden sich trennen, noch so ein bisschen auch mal mit Andrew spielen, dass wir seine Geschichte eben dann trotzdem auch noch ein bisschen weiter erzählen. Ja, aber soweit ist es ja noch nicht, Leute. Soweit ist es ja nicht. Wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht. Ich bin, wie gesagt, immer sehr, sehr dankbar, wenn ihr mir da noch eure Meinung dann eben schreibt, weil das echt sehr, sehr hilfreich immer ist für mich, wenn ihr da auch so, ja, eure Meinungen, Gedanken und so weiter in die Kommentare schreibt. Ja, so, aber ich denke, für heute ist es dann erstmal genug. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid und bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns, bis dann. Tschüss.